Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Heute der zweite Teil unserer Serie mit Bauernumwandlungen. Diesmal geht es um schwarze Bauernumwandlungen, ganz konkret um ein bestimmtes Thema, um die Holstumwandlung. Was ist das? Ein logisches Thema. Weiß hat einen Hauptplan, den er gerne spielen möchte, der aber zunächst daran scheitert, dass Schwarz einen Bauern umwandeln kann in eine bestimmte Figur. Deshalb muss Weiß mit einem Vorplan Schwarz dazu zwingen, diesen Bauern in eine andere Figur zu verwandeln. Und dann schlägt der Hauptplan durch. Und wenn ihr das mal selber probieren wollt bei diesem Problem, dann seht ihr, dass Schwarz sogar zwei Bauern hat, die umwandlungsbereit sind. Und es gibt auch zwei Drohungen, die beide daran scheitern, dass jeweils einer dieser beiden Bauern sich in eine Dame verwandelt. Wir müssen im Vorplan dafür sorgen, dass Schwarz sich bei einem dieser beiden Bauern für die falsche Umwandlung entscheidet und können dann mit der jeweiligen Drohung weiterspielen. Also jetzt wäre die Gelegenheit, das Video anzuhalten. Unsere erste Drohung wäre diese hier, Turm D3. Wir drohen im nächsten Zug Turm nach D5, das wäre matt. Und das scheitert daran, dass Schwarz den H-Bauern in eine Dame umwandelt. Die zweite Drohung ist Turm nach A4. Wir drohen Turm schlägt F4 im nächsten Zug mit matt. Und dagegen kann Schwarz sich verteidigen, indem er den F-Bauern in eine Dame verwandelt. Deshalb müssen wir das ganz anders angehen. Unser erster Zug ist Turm nach A8. Und wenn Schwarz jetzt einen der beiden Bauern in eine Dame umwandelt, dann spielen wir Turm nach H8. Und die Dame kann machen, was sie will, zum Beispiel auch diesen Läufer schlagen. Es folgt auf jeden Fall Turm nach H5 matt. Und das Einzige, was Schwarz gegen die Drohung des Turms machen kann, ist, einen der beiden Bauern in einen Springer zu verwandeln, der dann im nächsten Zug nach G3 zieht. Nehmen wir mal den hier. Wenn das ein Springer ist, dann kann der Springer das Matt parieren. Einen der beiden Bauern muss er umwandeln. Nehmen wir mal den hier. Der F-Bauer wandelt sich um in einen Springer. Und jetzt können wir ziehen Turm nach A4. Wir drohen, Turm schlägt F4 matt und der Springer kann nichts dagegen machen. Diese Drohung ist nicht zu verteidigen. Und die zweite schwarze Verteidigung wäre diese hier. Der H-Bauer wird zum Springer. Dann ziehen wir Turm nach D8 mit der Drohung Turm D5. Und auch dagegen ist Schwarz jetzt komplett machtlos. Diese Form der Holstumwandlung ist die weitaus häufigste. Die aus schwarzer Sicht gute Umwandlung wäre die in eine Dame. Und wir zwingen Schwarz dazu, in einen Springer unterzuverwandeln. Aber dass es auch ganz anders geht, das werden wir beim nächsten Problem sehen. Noch ein Dreizüger, diesmal von Jörg Kuhlmann und Thorsten Zirkwitz. Gefunden habe ich die Aufgabe übrigens auf der Homepage des Deutschen Schachbundes. Da gibt es auch eine Problemabteilung, betreut von Wilfried Neef. Wie ihr die genau findet, das setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Auch hier haben wir es mit dem Holzthema zu tun. Es gibt eine gute und eine schlechte schwarze Umwandlung und wir müssen mit einem Vorplan dafür sorgen, dass Schwarz sich für die schlechte Umwandlung entscheidet. Ja, das Thema, was wir hier sehen, ist praktisch ein paradoxer Holst. Der Hauptplan ist Läufer D1. Wir drohen Läufer C2 matt und Schwarz kann sich verteidigen, indem er diesen Bauern hier in einen Springer umwandelt. Deshalb müssen wir erst ziehen König C3 und das droht Springer D2 Schach.
Der König muss nach C1. Und dann kommt Springer A2 matt. Und ihr seht, wenn Schwarz hier einen Springer umgewandelt hat, dann kommen wir mit dieser Drohung durch. Deshalb zieht er besser A1 Dame. Aber jetzt können wir spielen Läufer D1 und die Dame hat zwar viele Felder, auf die sie ziehen kann, aber keines, von dem aus sie das Matt auf C2 verteidigen kann. So viel zum Thema Holst. Jetzt komme ich zur Auflösung unseres Cliffhangers von letzter Woche. Das war unsere kleine Aufgabe vom letzten Mal. Die Lösung ist Dame A5. Keine Drohung, sondern Zugzwang. Schwarz hat 4 Züge. Auf König schlägt B3. Folgt Läufer D1 matt. Wenn der König nach B1 geht, spielt Weiß Läufer G6. Wenn der schwarze Bauer sich in eine Dame umwandelt, spielen wir Dame C3 matt. Und wenn der schwarze Bauer ein Springer wird, dann kommt Dame A2 matt. Und jetzt kommen wir zu der neuen Aufgabe. Wieder ein Matt in 2. Die Auflösung gibt es natürlich nächste Woche. Was es nächste Woche nicht gibt, ist der dritte Teil der Bauernumwandlungsserie. Aus aktuellem Anlass mache ich was komplett anderes. Lasst euch überraschen. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like, schreibt einen Kommentar und oder werdet Abonnenten des Kanals. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.